Herzlich willkommen zurück zu Bild Sport. Und Versprechen soll man ja halten. Und wir haben vor der Werbung versprochen, dass wir doch eine Trainerlegende dazu holen. Und das ist kein geringerer als die Trainerlegende Friedhelm Funkel, aktuell Trainer beim 1. FC Kaiserslautern. Und für alle, die sich jetzt fragen, wer ist das eigentlich? Ich glaube nicht, dass es davon viele gibt, aber für die haben wir jetzt ein kleines Filmchen. Und noch einmal ist Friedhelm Funkel auf einer Mission. Mit dem 1. FC Kaiserslautern soll und will er den Zweitliga-Abstieg verhindern, denn der Mann ist halt einer, der Krise kann. Schon als Spieler war er ein Möglichmacher, gewann mit Uerdingen sensationell den DFB-Pokal, war anschließend am Uerdinger Europapokalwunder von der Grotenburg beteiligt, besiegte mit Lautern sogar einmal Madrid. Während seiner Trainerkarriere hat sich dann irgendwie eine Tradition entwickelt. Funkel kämpfte und kämpft mit seinen Teams eher in Sachen Ab- und Aufstieg und nicht um Titel. Triumphe, Respekt und Heldenstatus genoss und genießt Funkel dabei bislang überall. Weil er ein Typ ist, der mit seiner zeitlosen, weil menschlichen Art immer für jedes Fußballzeitalter passend ist. Und vielleicht ist auch deshalb im DFB-Pokal für Kaiserslautern und Möglichmacher Funkel was drin. Ja, und jetzt ist er uns zugeschaltet, der Möglichmacher aus Lautern. Herr Funkel, schön, dass Sie dabei sind. Ja, danke, dass ich dabei sein darf und ganz liebe Grüße nach Berlin. Ja, frohe Ostern natürlich erstmal und auch wenn das gestern nicht ganz geklappt hat mit dem eigenen Osterpräsent, wie bitter war denn die Niederlage gestern gegen die Fortuna aus Düsseldorf? Ja, die war schon bitter, weil wir gestern das beste Spiel gemacht haben, seitdem ich in Kaiserslautern bin. Leider nur 75 Minuten, wir haben es richtig gut gemacht und haben dann zweimal nicht aufgepasst, haben Stellungsfehler gemacht und das hat die Fortuna sehr, sehr gut ausgenutzt und wir haben dann dieses Spiel 3-1 verloren, ein wenig unverdient, aber am Ende steht immer das Ergebnis und das war negativ für uns und wir werden weiter kämpfen in den nächsten Wochen, um unser Ziel, die Klasse in der zweiten Liga zu halten. Ein Ziel war es vielleicht nicht von Saisonbeginn, aber ein Traum ist es allemal, der noch lebt, nämlich das DFB-Pokalfinale in Berlin. Und es könnte ja möglicherweise erneut dieses Duell geben, also Düsseldorf gegen Kaiserslautern. Haben Sie mit Daniel Thun dann im Nachgang schon darüber geredet und sich nochmal verabredet? Also Daniel und ich haben wirklich davon geträumt, gestern nach dem Spiel, dass wir uns vielleicht in Berlin Ende Mai noch mal wiedersehen, wissen aber, dass wir beide sehr schwere Aufgaben vor der Brust haben. Fortuna noch eine etwas schwerere gegen die momentan wirklich beste deutsche Mannschaft. In Leverkusen müssen sie gewinnen. Wir haben auch eine schwere Aufgabe in Saarbrücken. Aber im Fußball ist alles möglich. Träume, Wünsche darf man haben. Und die haben wir uns gestern gegenseitig gewünscht. Herr Magger, wenn wir jetzt aufs Spiel blicken, Saarbrücken gegen Kaiserslautern, ja. Wer ist für Sie in diesem Duell der Favorit? Natürlich ist für mich Kaiserslautern Favorit, aber wie Friedhelm sagt, es ist natürlich eine Aufgabe, eine Mannschaft gegen eine Klasse tiefere vorzubereiten. Und dann sind sie eben auch von der Atmosphäre abhängig. Und so wie ich denke, dass das Pokal-Halbfinale auch bei den lauteren Spielern jetzt bei der Meisterschaft schon im Hinterkopf mitspielt, ne, glaube ich eben, dass man da sehr fokussiert ist. Aber Friedhelm ist, wie gesagt, mit seiner ganzen Erfahrung auch der richtige Mann, um eben so eine Aufgabe mit Kaiserslautern zu bewältigen. Ich gehe davon aus, dass Sie ins Finale einziehen. Herr Funkel, gehen Sie mit der Favoritenverteilung mit, die Herr Magath gerade gesagt hat, Lautern Favorit? Na, ich habe das ja etwas anders formuliert. Ich habe gesagt, dass wir der Außenseiter sind und ich habe das damit begründet, dass der 1. FC Saarbrücken ja nicht nur Bayern München und Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt und den Karlsruher SC aus dem Wettbewerb rausgeworfen hat, sondern dass die Mannschaft in der Tat nicht einfach zu schlagen ist. Sie hat auch in der dritten Liga die wenigsten Niederlagen kassiert, nämlich nur 6 Niederlagen und ist aufgrund von 13 Unentschieden nicht weiter in der Tabelle nach oben gerückt. Also das wird eine schwere Aufgabe. Das ist überhaupt keine Frage, aber wir wollen das Spiel gewinnen. Ich habe heute Morgen das erste Mal mit der Mannschaft über das Spiel am Dienstag gesprochen. Das haben wir bisher ein bisschen hinten dran geschoben und der Mannschaft auch gesagt, dass wir da gewinnen können, dass wir da gewinnen wollen. Und ich und auch die Spieler möchten unbedingt nochmal nach Berlin.
Friedhelm, eine Frage von mir. Du darfst jetzt nicht sagen beides, aber was wäre für den Club wichtiger, dass der Pokalsieg oder die Rettung in der zweiten Liga? Nein, die Rettung in der zweiten Liga wäre ganz klar wichtiger, Alfred. Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen drüber. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Jahre das her ist. Beim letzten Mal, als der 1. FC Kaiserslautern den Pokal gewonnen hat, sind sie im gleichen Jahr abgestiegen. Und das wollen wir nicht, das soll sich nicht nochmal wiederholen. Und deswegen ist der Klassenerhalt viel, viel wichtiger für den Verein, für die ganze Region hier in Kaiserslautern. Nichtsdestotrotz wollen wir alles dran setzen, nach Berlin zu kommen. Wie oft checken Sie denn aktuell den Wetterbericht von Saarbrücken? Weil das der Regen und der Rasen, die haben ja schon mal eine Rolle gespielt in Saarbrücken. Ja, ganz sicher. Aber ich kann Ihnen sagen, ich gucke gerade hier aus dem Fenster in Kaiserslautern, das ist ja 60, 70 Kilometer weg. Im Moment haben wir Sonnenschein, schönes Wetter, alles ist trocken. Aber ab morgen früh soll es hier in der Region wieder heftig anfangen zu regnen, in Saarbrücken auch. Und dann lassen wir uns mal überraschen, ob wir am Dienstagabend spielen können. Alfred, was macht Saarbrücken so stark? Ich meine, Friedhelm Funkel hat es gerade gesagt, 13 Unentschieden, heißt, sie können gut verteidigen, vorne aber keine Tore schießen. Oder auf was muss sich Herr Funkel einstellen? Naja, die Saarbrücker stehen ja im Mittelfeld und Friedhelm hat gerade sehr, sehr taktisch gesprochen. Man kann auch sagen, 13 Mal unentschieden, haben sie natürlich auch 13 Mal nicht gewonnen. Deswegen haben sie mit dem Aufstieg auch nie was zu tun gehabt. Nein, aber ist halt Pokal. Mhm. Und im Pokal, der lebt halt davon, der Wettbewerb, dass solche Clubs die Großen rausschmeißen. Dann noch dazu unter den widrigen Bedingungen, die immer geherrscht haben. Also ich glaube auch, dass Friedhelm mit Kaiserslautern weiterkommt, aber es wird wieder ein heißer Ritt. Jetzt ist es ja so, ich weiß, es ist eine Floskel, aber der DFB-Pokal schreibt halt einfach seine eigenen Gesetze. Und man muss es ja immer wieder herausholen, weil es ja bestätigt wird, Herr Magath. Was war, wenn Sie sich erinnern können, Ihr verrücktestes Pokalspiel? Boah. Verrückt? Boah. Ich hatte ja auch zwei ganz schlimme Erlebnisse. Einmal bin ich als Fußballspieler in Geislingen ausgeschieden, ja, in der ersten Runde des DFB-Pokals als deutscher Meister und Europapokalsieger. Und als Trainer habe ich leider auch mit dem VfL Wolfsburg in Leipzig gegen damals den Viertligisten die Segel streichen müssen. Das waren die bittersten Niederlagen im Pokal für mich, an die ich mich erinnere. Und von daher kann ich halt selbst nachvollziehen, dass eben so eine Pokalbegegnung gegen Klasse Tiefere oftmals halt eine schwierige Situation darstellen. Aber ich glaube eben bei Saarbrücken kam eben, sagen wir, das dazu, dass man halt schlechte Wetterbedingungen hatte. Und so ein Bundesligist neigt halt schon dazu, ne, es ist ja alles immer schön bei uns, die Trainingsplätze und die Stadien. Und man neigt natürlich dann dazu, solche Dinge überzubewerten. Aber wie gesagt, da habe ich bei Kaiserslautern und Friedhelm Funkel überhaupt keine Angst. Sie werden die richtige Einstellung zu dem Spiel finden. Und wenn die Lauterer die richtige Einstellung haben, dann werden sie auch gewinnen. Also wenn es nach Ihnen geht, Herr Magath, steht Funkel also am Ende der Saison in Berlin an der Seitenlinie im DFB-Pokalfinale. Ja. Sie kennen das Gefühl ja schon, Herr Funkel. 1998 mit Duisburg gegen die Bayern. Sie sind ein Trainer, der so viel Erfahrung mitbringt. Ein Trainer in Ihrem Alter denkt ja auch manchmal, ach, diese ganze Laptop-Geschichte und sowas, das brauche ich mir nicht mehr aneignen. Naja, das muss ich ja auch nicht unbedingt. Ja? Das muss ich ja auch nicht unbedingt. Ich hab ja junge Mitarbeiter, die das mit mir zusammen dann machen, wenn ich das ein oder andere nicht schnell genug auf den Laptop eingestellt bekomme. Nein, der Laptop ist heute schon ein wichtiges Hilfsmittel, überhaupt keine Frage. Und trotzdem gibt es auch viele Dinge, die man ohne Laptop bewältigen kann und auch noch bewältigen muss. Ich nehme da sehr gerne die Kommunikation als Beispiel an. Man muss nach wie vor sehr viel mit den Spielern sprechen, in richtigen Momenten mit den Spielern sprechen, das richtige Gefühl entwickeln. Und das kann man nicht über den Laptop. Der Laptop gibt dir viele, viele Informationen,
die man in der Vielzahl oder die ich in dieser Vielzahl gar nicht alle benutze. Weil ich glaube, wenn man in einem gewissen Alter ist, und Felix hat das ja auch vor 2 Jahren, war es, glaube ich, in Berlin noch bewiesen, dass wir in einem gewissen Alter über so viel Erfahrung verfügen, dass wir viele Dinge auch selber erkennen, und da brauchen wir nicht immer den Laptop für. Das stimmt. Stimmt, ne? Ich habe mir sofort gedacht, Herr Magath, dass Sie da total d'accord gehen. Ja. Ja, 100%, gar keine Frage. Weil Fußball wird halt immer noch von Menschen gespielt. Ist halt so. Herr Funke, jetzt ist es ja so, dass es auch die Aufgabe eines Trainers ist, natürlich Spieler weiterzuentwickeln. Das ist oftmals, kann das kein kurzfristiges Projekt sein, sondern ein langfristiges. Herr Magath, die Frage an Sie. Wie sehen Sie denn das Thema Spielerentwicklung in den letzten Jahren in der Bundesliga grundsätzlich? Spielerentwicklung? Vom Charakter her, wie sich junge Spieler einfinden. Wir haben ja auch sehr viel über Leroy Sané gesprochen. Wie hat sich das zu früher verändert, als Sie auch noch junge Spieler weiterentwickelt haben? Was die Spielerentwicklung angeht, ist es so, dass halt die Spieler immer eine stärkere Position bekommen haben und der Trainer in Deutschland eine immer schwächere Position bekommen haben. Und das bestimmt ja das Bild. Der Mensch, der Spieler, hat sich gegenüber früher nicht verändert, ja, sondern die Umstände um das Spiel herum haben sich verändert. Es wird heute viel mehr geredet, es wird heute viel mehr über etwas gesprochen, anstatt eben, dass Aktionen im Vordergrund stehen. Und von daher ist es natürlich so, dass man heute mehr reden muss, weil die Spieler wollen nicht nur Anweisungen, sie wollen überzeugt werden. Aber letztendlich läuft es immer darauf hinaus, welchen Stellenwert hat der Trainer gegenüber den Spielern. Und Sie sehen wie beim FC Bayern München, wenn der Stellenwert nicht da ist, dann nützt Ihnen Ihre ganze Laptop-Erfahrung nichts. Sie werden dann die Spieler nicht in den Griff kriegen. Ich habe noch eine Frage an Friedhelm. Friedhelm, wenn ich auf die Tabelle der zweiten Liga schaue, vor allen Dingen unten, wo es dann ums Überleben geht, da sind mit Kaiserslautern, mit Schalke, mit Eintracht Braunschweig 3 alte große Traditionsklubs. Andere große Traditionsklubs kommen so richtig nicht auf die Füße, Hertha, HSV und so weiter. Worauf führst du das zurück? Ja, ich glaube, dass die Erwartungshaltung bei diesen Vereinen eine völlig falsche ist. Wenn man vor der Saison darüber gesprochen hat, dass es kein Problem sein wird, als Hertha BSC oder als Schalke 04 wieder aufzusteigen in die erste Liga, dann ist das einfach eine völlig falsche Fehleinschätzung. Und das haben die einzelnen Verantwortlichen zu verantworten, die das natürlich ausgeben. Dann erwarten die Fans natürlich, dass man eine gute Zweitligasaison spielt, besonders jetzt bei Schalke und bei Hertha BSC. Und die kann man dann einfach auch aufgrund der Zusammenstellung des Kaders überhaupt nicht erfüllen. Dann kommt Unruhe auf. Dann wird, Felix hat es eben gesagt, dann wird der Trainer sofort in Frage gestellt. Und auf Schalke ist jetzt mittlerweile, glaube ich, auch der dritte Trainer schon da. Und darum ist es in der heutigen Zeit viel, viel schwerer, bei Traditionsklubs zu arbeiten, wie das früher der Fall noch war. Und die Trainer eine ganz andere Einstellung und eine Einstellung nicht, einen ganz anderen Stellenwert bei den Vereinen gehabt hat. Und Felix hat es richtig gesagt, das ist heute ganz, ganz anders. Die Spieler, die Verantwortlichen haben viel zu viele Anlaufstellen, um sich über den Trainer, um sich über das ein oder andere zu beschweren. Und das steht vor allen Dingen bei den Traditionsvereinen, die ich eben benannt habe, die du genannt hast, steht das an erster Stelle und nicht eine kontinuierlich gute Arbeit zwischen Trainer und Mannschaft. Also da sind sich die beiden Trainerlegenden einig und wir entlassen Sie natürlich nicht, Herr Funkel, ohne eine Standardrubrik von uns zu machen. Und zwar nicht ohne Stimmt oder Stuss. So, Herr Funkel, Sie haben jetzt ja schon mehrfach gesagt, eigentlich mache ich Schluss. Ich stelle mich nicht nochmal an die Seitenlinie und wir stellen jetzt mal die These auf und Sie dürfen mit Stimmt oder Stuss antworten. Herr Friedhelm Funkel sitzt auch noch mit 80 auf der Trainerbank. Stand heute Schluss. Stand heute ist im Fußball, lässt aber sehr viel Raum zum Interpretieren, ne?
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber nächstes Jahr würden Sie noch weitermachen, Europapokal mit Kaiserslautern und zweite Liga? Da will ich wiederum sagen, Stand heute Schluss. Schluss, dass es passiert, dass Sie Trainer bleiben oder dass Sie den DFB-Pokal gewinnen? Den DFB-Pokal zu gewinnen wird natürlich sehr, sehr schwer. Aber dass Sie Trainer bleiben, ist wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher? Nein, ich glaube, dann ist es wahrscheinlicher, dass wir ins Finale des DFB-Pokals einziehen. Okay, das ist eine klare Antwort. Das Schlupfloch gefunden in der Frage, sehr gut. Die nehmen wir so. Herr Funkel, ansonsten wünschen wir Ihnen dann natürlich noch einen schönen Ostersonntag. Wir freuen uns auf ein spannendes... Im Studio alles Gute. Und vor allen Dingen Gesundheit. Und viel Glück, Friedhelm. Also, und wenn Kaiserslautern aufsteigen will, dann muss Friedhelm Funkel natürlich bleiben. Ja. Jetzt dachte ich, Herr Magath sagt, wenn Kaiserslautern aufsteigen will, müssen Sie ihn anrufen. Aber er hat noch die Kurve bekommen, Herr Funkel. Oder, danke. Oder das Trainerduo Magath Funkel zusammen an der zweiten Linie. Zum Beispiel. Ja. Das wäre eine Idee. Das absolut stimmt. Schluss. Für diesen Geruch. Danke, schönen Sonntag, Herr Funkel. Danke, gleichfalls. Ciao. Ciao.